Hexengäste. Hier können 10.000 Lärm für 50.000 machen. Heute waren es knappe 20.000, 3 bis 4 davon aus Schalke. Die Aachener bangen noch so ein bisschen um die beiden Punkte aus Berlin, weil dieser Mann, Andreas Brandt, wegen eines verzögerten Briefes noch nicht von der Transferliste gestrichen war. Eine kleine Wolke über dem Tivoli. Ansonsten aber Riesenstimmung, die sich sofort auf das Spiel übertrug. Beide Mannschaften spielten voll auf Angriff, suchten den schnellen, direkten Weg zum Tor. Die Aachener in der dunklen Kleidung, im traditionellen Schwarz-Gelb. Das ist mit Nummer 7 Sendscheid. Und aus diesem Eckball gleich ein Kopfball von Gries, dem gefährlichsten der Gastgeber Gresens. Und noch einmal Gries, er hat ja beide Tore in Berlin geschossen. Aber aus dieser Szene sehen Sie, wie auch die Schalker reagieren. Kein langes Gefummel im Mittelfeld, der Ball sofort nach vorne, das ist Edelmann. Und dann der beherzte Schuss, der hier zwar weit daneben geht, der aber die Zuschauer animiert und dem Spiel sehr viel Stimmung gibt. An der Brücke war das, da ist er wieder, spielt ja noch in Dortmund und Kau bei seiner ersten Bewährungsprobe im Tor der Aachener. Und wie schnell das Spiel lief, sehen Sie hier, als die Zeitlupe die Szene wiederholte, kam Belarbi im selben Augenblick von links und hatte wieder eine Möglichkeit für die Schalker, die in dieser Phase stärker wirken, physisch stärker und auch technisch versierter. Und dann gleich wieder auf der Gegenseite die Aachener, Eckball, Kopfball von Gries. Und wieder Eckball, beide Tore, muss man sagen, standen unter Druck, ganz wenig Mittelfeldspiel, immer wieder Anderbrücke. Er hat leider nur einen linken Fuß, aber von der linken Seite her bringt er sehr, sehr viel Gefahr. Das ist Bunk, Leo Bunk, der über von München aus über Berlin, Stuttgart nach Aachen kam, Hinterhaltschuss von Schau und da ist der Ball im Tor. 1:0 in der 21. Minute nach diesem Eckball. Schau, der eigentlich als Ersatzmann in die Mannschaft kam, weil Zimmermann sich beim letzten Spiel in Berlin verletzt hat, nicht mitmachen konnte. Ein riesen weiter Einwurf, Delsepich verlängert und Schau aus etwa 8 Metern. Und da hat Pollack im Tor der Schalker wirklich nichts zu halten. Etwas glücklich zu diesem Zeitpunkt der Treffer. Aber ein schönes Tor und das gibt den Aachener natürlich Auftrieb. Bei Schalke scheint der Faden ein bisschen zu reißen. Hier ist wieder Gries, der diese Möglichkeit verpasst. Ein Foul von Buschlinger an Edelmann und Schiedsrichter Scheurer, der sich der Klasse des Spiels anpasste, er leitete hervorragend, zeigt Buschlinger verdient die gelbe Karte. Er lässt ihn ganz klar, springt ihm in den Weg. Wieder Schau, der Torschütze, Delsepich und ein herrlicher Kopfball nach dieser Flanke von Delsepich. Schalkes Tor, Pollack jetzt immer stärker unter Druck. Ein Schuss von Gries. Die letzte Szene der ersten Halbzeit, das waren wirklich mitreißende 45 Minuten. Die Alemannia führt ein bisschen glücklich vielleicht zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Aber sie knüpfen dann nahtlos an die erste Halbzeit an. Schöne Kombination, der Ball läuft jetzt auch wunderbar durch die Reihen, Gresens. Und dann wieder Gries mit dem Kopf. Gries, der viele Möglichkeiten hatte, ein brandgefährlicher Mann, aber bisher noch kein Glück. Das ist Mario Krohn, 21 Jahre alt. Er kommt für Sendscheid in die Mannschaft in der 51. Minute. Und dann schauen wir mal, wie er sich einführt. Sendscheid mit Nummer 14. Erst ein Schuss. Und dann ein Kopfball. Da ist der junge Mann. Die Schalker brachten dann Nielsen für Milos. Nielsen den Dänen und auch der führte sich nicht schlecht ein. Belarbi ist das und da war Nielsen am Ball. Er spielte ja im letzten Jahr in der ersten Bundesliga schon ein paar Mal mit. Ein Mann mit sehr viel technischem Vermögen, dem vielleicht noch etwas die Kraft fehlt.
an der Wolke und dann wieder Nielsen. Bis weit in die zweite Spielhälfte. Reißendes Spiel, ich muss es immer wieder sagen. Wenig im Mittelfeld, immer alles nach vorn gerichtet. Dresen, hier im Strafraum umgestoßen. Und Schiedsrichter Scheurer gibt Elfmeter. Müller war der Übeltäter, stößt ihn klar mit den Händen um. Eine richtige Entscheidung von Scheurer. Und Gries wird den Strafstoß schießen. Voller Kelch. Bewegt sich allerdings, das zeigt die Zeitlupe ganz deutlich, bewegt sich viel zu früh. Jan Heurer, der Trainer der Aachener, unzufrieden. Das hätte das 2:0 sein müssen. Die Zeitlupe fehlt hier. Aber Aachen bleibt weiter am Drücker. Scheint physisch und psychisch stärker zu sein. Und da ist das Tor, das 2:0 von Schach. Allerdings, wie ich meine, aus stark abseits verdächtiger Position. Franz, da steht er, meine ich, einen halben Meter im Abseits. Und der Schiedsrichter stand näher. Die Zeitlupe gibt nicht einwandfrei Auskunft, weil sie nur einen Ausschnitt zeigt. Das Tor aber gilt 2:0 für die Alemannia in der 64. Minute. Ja, das war noch eine Möglichkeit. Wieder Gresens, der kleine, gute Mittelfeldspieler. Und da ist der Ball im Tor, aber der Treffer gilt nicht. Gries hatte sich aufgestützt. Da ist er, der Mann. Auch kein Protest von seiner Seite. Wir werden es noch einmal sehen. Auch hier eine, wie ich glaube, richtige Entscheidung des Schiedsrichters. Nun, auch ohne das 3:0, spätestens seit heute, muss man sagen, die Alemannia gehört zu den Top-Favoriten. Aber auch den Schalkern. In den Schalkern steckt sehr, sehr viel. Die Mannschaft bleibt in der Rechnung. Sie braucht vielleicht noch ein paar Wochen. Und damit